Hi, herzlich willkommen, Support, wie können wir helfen? Grüß dich. Ich wollte fragen, ob ich auf dem Server spielen darf. Du warst doch schon mit 26.000 Accounts hier. Ja, aber das waren ja Fake-Accounts und da hatte ich keine guten Absichten. Jetzt bin ich mit guter Absicht hier. Okay. Das müssen wir tatsächlich einmal im High-Team besprechen. Kannst du aber gerne mal ein Ja. Ticket aufmachen, dass wir da einmal drüber sprechen können, ja? Meinst Grundlegend du? natürlich, wenn du Bock hast auf RP, bist du hier herzlich willkommen, aber das, was in der Ja. Vergangenheit stattgefunden hat, natürlich nicht, Nein, ja. nein, nein. Also ich will wirklich hier Roleplay machen. Also wenn irgendwas ist, ihr habt ja meinen Stream, ihr kennt mich ja direkt, deswegen auch der gebannt und so, aber ich habe einfach nur Bock, ein bisschen Roleplay zu machen, so zu gucken. Alles gut. Wir wissen ja auch, dass du grundlegend Roleplay kannst. Ich habe mich jetzt gerade nur gefragt, ob du jetzt wirklich mit deinem Account hier bist oder wieder irgendein Fanboy. Das zeigt ja, das zeigt doch, dass ich hier nichts zu verstecken habe, oder? Das habe ich jetzt Ja, ungefähr gemacht. deswegen finde ich gut, ehrlich auf jeden Fall, sehr stark. Deswegen, also grundlegend ja, wir würden da nur gerne noch mal ganz kurz drüber sprechen. Also, wie gesagt, also Projektleitung ist ja da, also. Also, wenn ihr keinen Bock habt, sagt Bescheid, ist kein Problem, dann gehe ich wieder. Aber jetzt einfach so, ist nicht, Guck mal, also. sagst du, grundlegend ja, also gar kein Thema, sag ich ja, ne? Also du bist hier herzlich willkommen, wenn du Bock auf RP hast. Trotzdem müssen wir da auf jeden Fall einmal Rücksprache halten. Weil, ich weiß nicht, du wahrscheinlich selber nicht, wie viele Accounts mittlerweile von dir hier schon gebannt sind. Nee, das ist mein Main-Account, das ist mein Main-Account, den habe ich Ja, schon seit zwei genau. Jahren. Ist auch grundlegend nicht schlimm, deswegen sage ich ja, du bist herzlich willkommen, wenn du Bock hast auf RP, keine Frage. Ich würde da trotzdem dennoch nochmal ganz kurz Rücksprache drüber Ja, halten. Magst du mir klar. trotzdem bitte Natürlich, einmal ein natürlich. Support-Ticket aufmachen, damit ich dich da wiederfinde Der ist quasi. gerade nicht da, ne, der Projektleiter? Nee, das ist gar nicht da. Oh, ist aber ärgerlich. Ja, okay. Support-Ticket, was für ein Anliegen soll ich machen? Einfach allgemeines Anliegen. Und du kriegst da auch gleich eine Antwort. Halbe Stunde ungefähr, ja. Ja, okay. Schade, dass du nicht jetzt da bist. Ich hätte gern mal jetzt kurz mit ihm geschnackt. Ist er nicht da? Kriegst du nicht irgendwie Alles, erreicht? nee, er ist jetzt gerade nicht da, aber ich kläre das kurz ab. Das ist kein Thema, wie gesagt, spätestens halbe Wie Stunde, gesagt, wenn überhaupt so lange. ich sag dir ehrlich, es wird sich auf jeden Fall, es wird nicht zu was Negativem auf jeden Fall hinauslaufen, weil ich hab's auch Du ein mal bisschen, wieder Bock hast auf ernsthaftes ja, RP. ich hab irgendwie keinen Bock mehr auf dieses dieses Rumgetrolle. Rumgeschrei auch mit Supportern, dies, das und so. Ich bin mal ein bisschen vernünftig, einfach mal ein bisschen so auf entspannt. Ich spiele halt ein bisschen so aggressiveren Charakter und so. Und also der so ein bisschen provokant ist halt, nenne ich jetzt, der rumballert und so, aber. Ein bisschen provokant ist Ja, so. ja. Das ist ja auch alles, ist ja auch alles fein. Haben wir auch gar kein Problem mit, wenn wirklich ernsthafte Absichten da sind. Wenn man sich, sag ich ehrlich, einfach so ein bisschen ans Regelwerk hält und mitzieht und uns nicht Ja, als auf jeden Feind Fall. sieht, Regelwerkeinhaltung werde ich dich auf jeden Fall mindestens bieten. Also, wenn nicht sogar mehr. dann sind alle herzlich willkommen. Alles gut. Sagst du, ich spreche das kurz ab. Ja, Das okay. gleiche Feedback im Sehr Ticket, korrekt. ja? Danke dir. Dann bis später, ja. Ciao. Perfekt. Gerne, gerne. Danke dir. Ciao. Ciao. -i. So, Warmly habe ich mich hier geschrieben. Kann ich auf dem Server spielen? Werde vernünftig spielen? Wenn nicht, kann ich direkt gebannt werden. Schreibt der Owner, wie spielergeil will man sein, wenn man dich freiwillig auf den Server lässt, Bro? Ist das ein Versuch, einen Doppelmacher zu exponieren, die auf Warmly nicht gibt, und dann wieder lukrativ zusammenzusteigen für deine YouTube-Statistik der Top-Trends der 5-8-Klässler-Gemeinde? Okay, bezeichnet die komplette Community als 8-Klässler-Gemeinde. Interessant. Können wir reden, habe ich ihn gefragt. Er hat natürlich keine Eier, die Projektleiter, man kennt's. Er schreibt, Bro, wo ich herkomme, gibt es Normen und Werte, die du offenkundig nicht kennst. Ich wünsche dir woanders viel Erfolg und alles Gute auf deinem Weg bei YouTube, aber dein Gesicht hast du leider verloren. Als du angefangen hast, Sachen zu stellen, statt deiner damaligen Linie treu zu bleiben und nur Server zu exponieren, die wir es wirklich verdient haben. Peace. Also, er sagt, dass dieser Server es nicht verdient hätte, exposed zu werden. Okay, dann gehen wir mal auf deren Shop. Also, ein Server, wo ein Einzelstück für 200 € verkauft wird, welches bei meinem Server in einem Schlag, wir haben in einem, wir haben glaube ich, so eine Datei runtergeladen, die waren glaube ich nicht mal ein MB, innerhalb von weniger als 2 Sekunden hat der Nuplayer draufgeladen damals. 200, 300 Imports hatten wir auf dem Server, jeder konnte mit IC-Geld kaufen. Er verkauft ein einziges für 200 € und sagt, dass sein Server es nicht verdient, exposed zu werden. Ist das für so eine Doppelmoral, die auf Onwi nicht gibt, sagt er. Bro, das ist die größte Doppelmoral, die es gibt. Coins. Verkauft ihr auch 200 €? Wird Rockstar Jack gemeldet? Fraktionsfahrzeuge. Allein die Ummelde kosten fast 20 €. 5 Fraktionsfahrzeuge kosten 120 € Extras. Ein Zweitcharakter kostet 25 €, Bruder. 25 €. Ich habe euch auf meinem Server 4 Charaktere angeboten. Instant. Die verlangen für einen einzigen Zweitcharakter verlangen die 25 €, Bro. Da musst du eine Zeile umschreiben in der Datenbank. Du musst dafür nichts machen. Nichts, Bruder. Also ich kann diese Sache jetzt viel mehr
Revue passieren lassen, weil ich jetzt genau weiß, wie das alles hinter der Kulisse funktioniert. Ein Zweitcharakter in den Server zu machen, das ist kein Aufwand. Du musst da nur zwei Zeilen ändern, Bro. Du musst. So, sowas in der Art musst du machen. Da hast du schon einen Zweitcharakter. Nein, damit könntest du schon direkt vier Charaktere freischalten mit diesem Move. Eine neue Nummer, Bro. Auch keine Ausgabe, nichts. Komplett Pay to Win. Namensänderung. Pff, holy shit, Bro. Wer spielt auf so einem Server freiwillig? Wer spielt auf so einem Server freiwillig? Oh, tut mir leid. Ihr seid. Ja, ein super Server. Yo, Bro, was geht? Mit dem rede ich. Mit dem Projektleiter von OneG. Jetzt bist du ja da. Warum warst du nicht eben da? Guck mal, pass auf, lass uns das mal so spielen. Wenn die Importpreise rausgerückt werden, dann bist du wieder da, oder was? Okay, nee, komm, pass auf. Dann wir machen das jetzt so. Dann erzähl mir mal. Komm. Du sagst, dass du kein Server bist, der es verdienen würde, so dargestellt zu werden. Und was sind das für Preise, Bruder? Komm mal, lass uns doch mal anders anfangen. Ich stell dir eine Frage, dann stellst du mir eine Frage. Ja, komm, stell mir eine Frage. Okay, stell dir. Du warst bei uns auf dem GTA-Server das erste Mal, läufst durch irgendeinen Raum, erzählst was, ja, von Buggy-Server, ist alles so kacke hier, kann man durch Wände laufen. Bro, wenn du keine Ahnung hast, wovon du redest, warum exposst du das auf so eine Art und Weise? Das ist eine GTA-Standard-Map, das ist gar kein Script vom Server. Seit wann bist du auf Server losgegangen, die nichts Verkehrtes gemacht haben? In den ersten 3 Minuten, wo du auf dem Server bist, du weißt noch gar nichts von Seiten, Tabbacks, irgendwas. Fängst an, auf Krampf irgendwas zu suchen, um dem Serverbesitzer, der vielleicht ein Jahr lang an dem Projekt arbeitet, einen reinzuwürgen. Woher nimmst du dir dieses Recht? Wer bist du denn? Du verkaufst für 2 Euro ein Einzelstück. Da kommen wir gerne. Ein Einzelstück verkaufst du für 200 Euro. Tamam. Ja, mach ich. Sag mir das Video. Pass auf, ich erkläre dir. Sag mir das Video jetzt. 200 Euro ist in Ordnung. Pass auf. Ja, sag mir das Video. Sag mir das Video. Welches Video meinst du? Zeig mir das Video. Welches Video, Bro? Das Video, was du über deinem Server... Das erste Video, was du bei uns gemacht hast. Ja, sag mir, welches Video heißt. Ich bin doch nicht dein Fanboy, ich weiß es. Natürlich bist du mein Fanboy, du bist doch hier direkt drin und du weißt direkt, welches Video. Pass auf, sagst 200 Euro einzeln. Sag's aber nicht, ich sprich jetzt mal meinen Namen vernünftig aus, Alter. Hast du Angst, dass ich weiterspreche oder warum unterbrichst du mich die ganze Zeit? Alter, du verkaufst dir Einzelstücke. Du weißt schon, dass das verboten ist, ne? Das ist Straftaten, die du begehst. Ja, natürlich. Pass auf, sagst du. Jetzt reden wir mal über das Einzelstück. Du hast doch auch einen Server, oder? Ja. Oder nicht? Ja, habe ich. Ja? Hatte ich. Ich habe 200 Imports auf einen Schlag reingeklatscht und jeder konnte sich das ICF ohne einen einzigen Cent auszugeben. Und was ist dann passiert? Sagst du. Und was ist dann passiert? Was soll denn damit passiert sein? Dann konnte keiner mehr diese Fahrzeuge fahren. Das sind doch Einzelstücke, oder nicht? Du hast 200 Modelle rausgehauen. Aber wozu? Aber wer bevorzugt denn Leute? Du bevorzugst die natürlich. Bruder, du verkaufst eine Namensänderung für 20 Euro. Du verkaufst einen weiteren Charakter natürlich, für 20 Euro. Bearbeitung. Warum? Ja, Bearbeitung. Das ist eine Zeile, die du ändern müsstest, Junge. Bist du dumm? Bro, eine Zeile. Ja, wir haben 300 aktive Spieler am Tag. Weißt eine du, Zeile Änderung, 25 Euro. Für diesen Move. Für diesen Move verlangst du 25 Euro? Bro, Alter, das ist ein Lohn, den nicht mal Mbappé bekommt lang für diese Arbeit. Aber Bro, wer sagt dir denn, dass du eine Namensänderung machen musst? Was ist da los? Ja, wenn die Leute ihre Namen ändern, müssen wir dir Geld ausgeben. Wenn die Leute zwei Charakter spielen, müssen wir Geld ausgeben. Einzig Stück, 200 Euro. Alter, hast du nicht mal alle Latten am Zaster? Hör mir mal zu jetzt. Alter, warte mal. 200 Euro. Ich weiß nicht, aus welchen Verhältnissen du kommst, aber meine Mutter arbeitet für 500 Euro im Monat. Du willst die Hälfte dieses Geldes fast. Für ein... Ich doch gar nicht. Bro, wer sagt das denn? Zwinge ich jemanden, ein Einzelstück zu kaufen? Habe ich jemals jemanden gesagt, kauf jetzt dieses Einzelstück? Ist das nicht? Die kaufen das doch. Die Leute sind gefangen. Die kaufen das. Das weißt du doch ganz genau. Du weißt doch ganz genau, dass es kommt. Du würdest diesen Server nicht machen, wenn du damit kein Geld verdienen würdest. Was für ein Bullshit. Das weißt du über unsere das Historie ist so. Von OneWe. Ich schwöre auf alles, dass es so ist. Ich weiß es, dass aber es so ist. Woher weißt du das? Bro, ich weiß es, weil deine Preise es verraten. 200 Euro für ein Einzelstück ist ein hundertprozentiges Indiz dafür. Bro, wir hatten mal Einzelstücke, die waren nicht mal die Hälfte davon günstiger. Weißt du, was? Ach so, 100 Euro ist ja so viel besser, ne? Nein, pass auf. In einer Woche hast du 200 Einzelstücke auf dem Server und du kannst keine Autos mehr an andere Leute auf dem Server rausgeben. Was machst du dann? Natürlich, du musst das irgendwann limitieren. Es ist ein limitiertes Einzelstück. Aber was hast du denn davon? Wer juckt das denn? Wer juckt das denn? Ich hab davon gar nichts. Aber die Spieler wollen ein Einzelstück in einem Spiel haben. Oh, deswegen verkaufst du es für 200 Euro. So wie sie sich 200 Euro. Skin für 50 bis 100 Euro. Alter, jetzt mach mal halblang. Fortnite. Ja, ich erklär's dir. Guck mal, ich erklär's dir. Der Unterschied zwischen Fortnite ist,
Sie haben ein Spiel entwickelt. Nein, was hab ich eigentlich lang gemacht? Lass mich doch mal ausreden. Hast du Angst, dass ich die Wahrheit ausspreche? Lass mich ausreden. Der Unterschied zwischen dir und Fortnite ist ein Milliardenunternehmen. Da hinten steckt eine Programmierung, die machen so viel. Und der wichtigste Grundsatz bei Fortnite ist, es ist kein To-Pay-To-Win. Die Skins bringen die IC gar nichts. Gar keine Vorteile. Gut, aber nein, lass mich doch reden. Lass mich doch reden. Aber willst du mir ernsthaft erzählen, dass du halt... Ey, lass mich doch mal reden. Lass mich doch mal reden. Okay. Aber willst du mir erzählen, dass du halbe Leberwurst einen Server hast, hier einzig Stück für 200 Euro verkaufst. Aber warum beleidigst du mich? Alter, lass mich doch mal reden, lass mich doch mal reden. Und du musst deinen Koks finanzieren oder deine Mutter wieder neue Tangas wollen für die nächste Session. Willst du mir sagen, dass du den Spieler in einer Szene nicht bevorzugst, weil der... Lass mich doch mal ausreden. Nein, tu ich nicht. 200 Euro, du dreckiger Hund. Nein. Alter... Du hast nicht so zu reden mit fremden Leuten. 200 Euro hast du nicht alle Erziehung, mein Freund. Erziehung. Hat dir das deine Mutter beigebracht, für 200 Euro gratis Sachen zu verschämeln im Internet, wofür du nichts getan hast? Für 200 Euro, du kleine nicht. Für 200 Euro. Zuschauer und meinst, dass du eine Meinung haben darfst hier? Natürlich darf ich eine Meinung haben. Nein, Bruder, wer bist warum? Du denn? Ich bin. Du glaubst nur, weil Deutschland, du. Deutschland, Meinungsfreiheit? Ist doch Meinungsfreiheit? Ey, du hast ja nicht mal Mikro, aber der kommt. Du verkaufst ein einziges Stück für 2 Euro. Hast du nicht mal Mikro, du dreckiger. Du hast nicht mal Mikro. Alter, schämst du dich nicht? Weil das mein Projekt ist, worüber das du redest. Alter, aber du deine Mutter wird sich schämen für diesen Preis. Du verletzt fühlst, Digi. Das ist der einzige Unterschied zwischen uns beiden. Wofür ich mich emotional verletzt? Das juckt mich doch gar nicht. Ich weiß, dass du abschauen bist. Ja, 200 Euro. Warum willst du dann so? Hör auf, dich selber zu... Du schreist doch selber. Was ist los du schreist doch selber. 200 Euro. Alter, schämst du dich nicht? Weil du Schmutz bist. 200 Euro, du dreckiger Wurm. Du bist ein Wurm. Geldgeiler. Du Geldschmieriger. Du bist so geil auf Geld. Du liebst das Geld. Für Geld verkaufst du deine Mutter auf den Strich. Du liebst das Geld, das Geld ist das, was du möchtest. Du jackst ja auch einen auf dein Geld. Oh yeah, ich liebe es, wenn die Leute auf meinen Server Geld ausgeben für das Geld. 200 Euro, oh geil, Alter, ich bin so geil auf das Geld. Ich würde meine Mutter auf den Strich schicken. 200 Euro, bitte, kauf dir bitte die Imports. Geil, 200 Euro, so geil. Ich komm's auf OneWe, erste... Gehst auf Startbildschirm, das erste, was du siehst, das erste, was du siehst, sind die Coins, weil ich so geil bin auf die geilen Einnahmen. Das ist so geil, ich liebe es, ich bin so geil. Exotik liebt das Geld, er ist so geil auf das Geld. Also, hast du was gesagt? Achso, ich war doch gar nicht fertig. Bruder, guck dir mal diesen Server an. Guck dir mal bitte diesen Server an. Alter, erzählt mir von, dass der ein Projekt mit Liebe aufbaut. Der war ja mad wegen Ding, ne, wegen diesem Video, was ich über den Server rausgebracht habe. Aber ich zeig euch mal jetzt das Video, was er meint. Guck mal. Er verkauft einen Server 200 Euro einzig und er ist in so einer Welt, dass er sich das normal redet, Bruder, als er es normal. Sagt der muss einzig Stück machen für 200 Euro, weil sonst der Server kaputt geht. Alter, ich kann's nicht mehr. Der ist ja komplett in seiner Traumwelt. Der ist ja komplett gefangen in seiner den Traumwelt und verarscht die Leute von A bis Z und denkt, das ist normal. Für 200 Euro. Boah, der Server muss auf jeden Fall gemeldet werden. Alle an Rockstar-E-Mails direkt eine E-Mail machen. GlücksMP wurde auch schon geschlossen. Der Server hat über 100 Spieler. Der wird safe auch direkt dicht gemacht. Die verkaufen ihre Markenautos für Echtgeld. Coins verkaufen die auch. Alles. Komplettes Paket. Aber warte mal, ich muss das Video kurz finden, ja. Bro, der hat einfach eine Traumwelt erschaffen und der denkt, das ist normal. Der denkt, das ist normal einfach, dass der einfach ein Auto habe für 200 Euro, die bei meinem Server den Leuten hinterhergeschmissen wurden. Das ist einfach normal, denkt der. Ja, guck, das ist dieser Server. Der ist so mad gewesen wegen dem Video. Schau mal hier. Leute, schau mal. Er sagt, was gibt er das Recht, dass ich auf den Server komme und den Server instant schlecht rede? Bruder, schau dir das mal an. Ich habe auf dem Server 2 Tage lang permanent getrollt. Permanent. Die haben mich nach 2 Tagen erst gebannt. Schaut euch das an. Ich komme auf den Server. Einreise? Guck mal, das sind die ersten Sekunden des Servers. Guck mal, ich bin auf den Server gejoint. Guck mal, ich bin der Einreise, Bruder. Ich bin während der Einreise. Guck mal, was passiert während der Einreise. Schaut euch das mal bitte an, was während der Einreise passiert. Hier. Sie kommen aber gleich wieder neben mir, tauchen selber auf. Mhm. So, dann habe ich Ihnen einmal mal kurz den Ausweis aber zugeschickt. Danke dir. Und dann können Sie einmal den Escape-Muskel bedrücken. Dann haben Sie einmal so ein schönes, ja, verschiedenste Kästchen. Sehen Sie ja gerade. Mhm. Und dann haben Sie einmal verschiedenste Sachen. Einmal einen Guide. Da können Sie einmal drüber anrufen.
dann die Karte. Mhm. Dann haben sie einmal den Shop, den können sie einmal öffnen. Und dann die Reiter, da können sie, richtig, da können sie verschiedenste Produkte mit Coins kaufen. Bruder, ich bin neu auf dem Server. Ich werde als Einreisespieler instant auf dem Shop mit Coins aufmerksam gemacht von diesem Server. Und der denkt, das ist normal. Ein kompletter Pay-to-Win-Server. Bruder, einer der größten Pay-to-Win-Shop. Bruder, er macht mich direkt aufmerksam auf diese Coins, die du kaufen kannst hier für bis zu 110 Euro. Auf die macht er mich aufmerksam direkt. Und tägliche Belohnung. Coins. Und das vergleicht er mit Fortnite, mit Skins. Er vergleicht sowas mit Skins, wo du gar keinen Vorteil hast, IC. Du wirst weder bevorzugt sonst was. Machst du irgendwas in Epic, Modern, Rassismus, etc. Direkt, Mann, macht keinen Unterschied, ob du einen Account hast mit 2000 Skins. Euro, 2000 Euro Skins. Wo kriege ich die Coins her? Die können sie sich über einen Shop woanders erwerben, wenn sie was verstehen, was ich meine. Wo denn? Wo ist der Shop? Will ich mir irgendwas kaufen? Dann gehen sie mal aufs Plus. Oben ist ein Plus, ja, da können Plus. Sie das kaufen. Das machen wir aber, das können sie das später in Ruhe machen. Was zahle ich so? Ich hätte so, wie viel wird mich das so kosten? Müssen so gucken, es gibt verschiedenste Produkte, einmal der Fahrzeugshop, gibt es verschiedenste Autos, so, die sie kaufen können. Essen kaufst du auch so mit den Coins dann? Ist so, guck mal, im Vergleich Fortnite, Bruder, ein Fortnite, wo ein Tfue, der die halbe Nation als Skin hatte, Tfue hat alles reingepackt, einer der berühmtesten Leute damals gewesen, Platz 2 würde ich sogar sagen, Ninja war Number 1. Und danach kam die Tfue. Die haben sogar einen Tfue Perma gebannt, Bruder. Sein Account wurde einfach geballert, weil er einfach Bugs benutzt hat und so weiter. Einer, der so viel gepaid hat und Fortnite so einen Vorteil verschafft durch Reichweite etc. Einer, der Fortnite auch geprägt hat zu damaliger Zeit. Der wurde Perma gebannt, Bruder. Der wurde Perma gebannt, obwohl er bestimmt in seine Skins bestimmt mehrere tausend Euro reingebuttert hat. Mit seiner Reichweite wahrscheinlich Fortnite Millionen beschert hat durch seine Community und so weiter. Der wird Perma gebannt, Bruder. Und hier erzählt er mir, dass das mit Fortnite vergleichbar ist. Bruder, wenn du ein Einzelstück auf dem Server hast oder so, dann kannst du vergessen. Du wirst von dem Projektleiter gefühlt nie wieder Perma gebannt. Du bist auf ewig auf dem Server, wenn du ab und zu donettest. Nein, das können sie machen, aber Essen können sie immer am Shop erlangen. Bruder, man kann in dem Server einfach sein... das musst du dir mal auf den Zunge zergehen lassen. Ich habe den Titel oft erwähnt mit der größte Pay-to-Win-Server aller Zeiten und so weiter. Aber das ist der schlimmste Pay-to-Win-Server, den ich jemals gesehen habe. Wirklich, wortwörtlich. Du konntest auf diesem Server, Bruder, du konntest essen und trinken, Westen, Notfallkit, Tasche, diese ganzen Sachen aus dem Server, die du aus dem Shop kaufst, konntest du mit Real-Life-Geld holen, Bruder. Du konntest alles mit Geld kaufen. Alles, wirklich ausnahmslos. Ich habe noch nie einen Server gesehen, wo du Essen und Trinken kaufen konntest. Ich war auf vielen Servern. Aber dieser Server ist nicht nur Einzelstück für 2 Euro, geschweige denn irgendwelche Sachen, die ein Knopfdruck sind, 20, 30 Euro kosten. Aber das virtuelle Essen im Shop auch für Real-Life Geld anzubieten, das ist wirklich nochmal ein Maßstab von Pay-to-Win. Der hat nochmal dieses Pay-to-Win komplett neu revolutioniert. Er hat nochmal eine komplett neue Bedeutung dafür erschaffen. Munition auch, hier Messer, alles. Du kannst Messer, Munition, alles hier, was im Shop ist. Karabiner, Riffel, SMG, Pistole, Klappmesser, erweiterte Magazine, ist alles am... Kann man sich alles kaufen mit der Real-Life-Geld. Das ist der Server 1B, Bro. Das ist der Server 1B. Und dann kommt er mir die halbe Leberwurst im Ticket und tut dem einen auf Moralapposten. Und tut so, als wäre der irgendwie die größte, moralisch korrekte Person. Obwohl das der größte Abschaum ist in der Pfeife-Szene, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Merkt euch immer eins. Die mich auf dem Server nicht haben wollen, die haben immer Scheiß am Stecken. Die haben immer Kacke am Stecken. Die mich auf dem Server nicht haben wollen. Vielleicht das einfach mit Fortnite-Skins. Also ich werd's nicht mehr. Also ich werd's wirklich nicht mehr. Das ist ja heftig. Dass er so ein System mit Fortnite-Skins verglichen hat. Das ist ja wieder eine komplett andere Dimension. Wenn ihr das Video seht, Bruder, ich würde mich freuen, wenn ihr auf den Server 1W geht und dort mal ein bisschen gutes RP macht. Vielleicht, weiß nicht, könntet ihr auch mal ein bisschen Son Goku-Action auspacken. Wäre ich auch nicht dagegen. Macht, was ihr wollt. Sonst darf ich nicht existieren, ja. Ah ja, und könnt ihr auch alle melden, wenn ihr wollt. Diese Autos, Bruder, ich hab die einfach mit... Wir haben die mit einem Klick hatten wir die auf unserem Server mit 200 Stück. Jeder hatte ein einzelnes. Einzelstücke, das ist so wenig Aufwand. 200 Euro, wer rechtfertigt mit 200 Euro? Das ist wirklich das größte Scam-System, was ich in meinem Leben gesehen habe, ne? Ich war wirklich vielen Zehen drin, ne? Aber dieses System von Fivefam, was diese Server da repräsentieren, ist nochmal eine andere Dimension von Scam-System. Der ist wahrscheinlich gerade im Stream und ist richtig sauer.
Aber mach dich schon mal drauf gefasst. Es kommt noch ein geiles, schnackiges Video, damit jeder weiß, was du für ein Peach bist und damit du Peach noch weniger Geld verdienst und jeder langsam merkt, was für ein Kack-Server du bist und du Penner Insolvenz anmeldest. So, ich höre dir über uns gucken. Guck mal. Videoaufnahmen Streaming erlaubt. Okay, interessant. Kein Banklier, that's. Ja, ich habe gemerkt, wie ihr gebannt habt, als ich auf dem Server 2 Tage lang. Kein Gambo-Server. Da habe ich aber was anderes gesehen. Das ist der Server irgendwie. Dann schauen wir mal, ob das kein Gambo-Server ist. Mal sehen, was die eigenen Spieler sagen. Guck mal hier. Ja, los, schnell! Oh, Pedila. Oh, Mann. Ich habe nichts damit zu tun! Ich habe nichts damit zu. Warum ist jetzt erlähmt? Auf dem Server. Es ist denn hier gerade, ich habe nicht mal was damit zu tun. Boah, macht dir nichts aus. Das ist so ein. Der gerade redet, ist ein langjähriger Spieler aus dem Server selber. Gambo-Phase, Alter. Wo, wo, wo? Was damit zu tun? Boah, macht dir nichts aus. Das ist so eine Gambo-Phase, Alter. Wo, wo, warum ist das hier, Bruder? Normalerweise ist ja hier gutes RP auf dem Server. Warum ist er heute so? Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich verlasse den Start. Meinst du, soll man den Start verlassen? Woanders sagst du? Ich habe keinen Bock mehr. Nur Gambo, wa? Ich weiß ja nicht mal, was hier abgeht, weißt du? Du willst RP machen? Ganz normal einfach, ja. Oder dann verpiss dich doch aus dem Server. Der Server, hier ist so Kacke, Mann. Ich wurde auch schon zum dritten Mal abgeknallt innerhalb von einer Stunde. Wenn RP machen willst, dann such dir mal einen gescheiten Server, der was eine gute Whitelist hat. Er hat hier eigentlich auch Whitelist, aber du siehst doch, was hier abgeht, Alter. Verschwend nicht deine Zeit, Mann. Okay, das hat mir dazu beigetragen, kein Gambo. Mindestalter 18, stimmt auch nicht. Oder ich komme nicht da drauf. Er schreit einfach kein Job, kein Pay-to-Win möglich, sagt er einfach. Ist dieser dumme, Bruder, ist dieser Typ dumm wie Kacke? Er schreibt kein Pay-to-Win! Also er schreibt keinen Shop, kein Pay-to-Win möglich! Bruder, du kannst auf dem Server die Waffe mit Coins kaufen, hä? Mit Geld! Kannst du das Essen kaufen? Ist der Typ dumm? Er sagt kein Shop, Bruder! In seinem Shop? Kein Shop! Hä? Bruder! Was? Ist dieser Typ ein dummer Oder bin ich irgendwie geistig zurückgeblieben? Ich verstehe das nicht. Also so ein dummer Kackhaufen, ne? Alter, wer spielt freiwillig bitte auf so einem Pay-to-Win-Server? Gefangene, ja. Was anderes kann ich auch darauf gar nicht spielen. Er schreibt hier rein, alles ist kostenlos und IC erspielbar. Ja, dann zeig mir mal, komm. Dann zeig mir mal, wie bekomme ich das Einzelstück Projektleiter? IC. Das hier, was du für fast 200 € anbietest. Zeig mir mal bitte die Möglichkeiten. Du schreibst ja, ist alles IC erspielbar. Zeig mir die Möglichkeiten, wie ich dieses Einzelstück, ein Einzelstück-Auto auf dem Server bekomme. Ohne fast 200 € auszugeben. Zeig's mir. Kannst du mir nicht zeigen. Weil du einfach nur Sch*** laberst. Ist so, das ist wahrscheinlich echt alles Copy-Paste irgendwo kopiert und. Wahrscheinlich hat er sich das jetzt mal selber durchgelesen. Zeig mir mal, wie ich für meine Fraktion die Ummeldung bekomme. IC. Wie ich das IC erspielen kann. Zeig mal, wie ich die 5 Fraktionsfahrzeuge IC erspielen kann. Oder zeig mir doch mal bitte, wie ich die Coins bekommen kann. Die mir ja in der Einreise instant in mein Gehirn eingetrichtert werden. Und du als Spieler direkt das Gefühl bekommst, du brauchst die Coins. Zeig mir doch mal, wie ich es IC spielen kann, wenn ich mir einen Zweitcharakter erstellen möchte. Weil ich vielleicht was Neues ausprobieren möchte und mein RP entfalten möchte, weil ich ein RP-Spieler bin und das RP mir im Wert liegt und du anscheinend das RP scheinheilig auch einen Wert für dich hat, aber das RP geht dir am Arsch vorbei. Du denkst nur an die Kohle, weil du ein geldgeiler, schmieriger Penner bist. Zeig mir, wie ich eine neue Nummer bekomme für 12 Euro. IC erspielbar. Gibt's da eine Wirklichkeit? Oder die Namensänderung für 12 Euro? Ja, Herr Brandt. Herr Brandt, sind Sie dran? Ja, ich bin dran. Was, wo sind Sie? Ich bin am Wissenpark. Ja, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe Wahnvorstellung. Sie haben Wahnvorstellung? Ja, ich habe Wahnvorstellung. Ich brauche Ihre Hilfe. Okay, ja, Hier ist ein fremder Mann in meinem Körper. Boah, er hört sich an einfach wie ein 50-jähriger Rentner, der so dermaßen gefangen ist. Seine Stimme schreit einfach danach. Ich paye im Monat 1.000 €! Das ist das, was die Stimme mir gerade so von den Tönen, die ich hier in mein Ohr bekomme, wiedergibt. Oh mein Gott, Bruder, ich hab so viel Gefangene in einem Haufen lange nicht gesehen, ja. Dieser Server hat nicht 1% Roleplay, Bro. Dieser Server ist ein kompletter Pay-to-Win-Gefangener-Server, der komplett irgendwelche Gefangene in Real Life die größten Vollversager sind. Irgendwelche Frauen, die von ihren Männern entweder verlassen wurden oder die keinen Partner gefunden haben oder irgendwelche Männer, die keine Frauen abbekommen, weil sie in Real Life ihre Fresse nicht aufbekommen, keine Persönlichkeit haben, die größte Witzfigur sind. Das ist dieser Server. Mit solchen Menschen sind die voll gepumpt und die werden bis auf den letzten Tropfen von dem Projektleiter mit irgendwelchen Pay-to-Win-Scammer-System aus dem
Die werden komplett ausgequetscht, Bruder. Das ist das, was dieser Server ist. Komplett, zu 100%. Das ist so, daraus besteht dieser Server. Aber mit RP hat das nichts zu tun, gar nichts. 0%. Na, Projektleiter, guckst du gerade zu und bist mad, weil dein Server zur Show gestellt wird? Aber ich stelle dir deinen Server nicht zur Show. Ich stelle nur das hier zur Show, was du erschaffen hast. Gott, ist die hässlich. Besitzt einen eigenen Barbershop. Wäre jetzt auch du ein Gefangener auf Vomi? Komm jetzt und tritt bei. Haare, Augen, Make-up, Lippen, Rutsch für Frauen, Bart und Haare für Männer. Trete jetzt der Gruppe bei. Und werde auch du heute noch ein Gefangener. Deine Kopie findet individuelle Anpassungen. Probier es doch mal aus. Kostet ja auch nichts. Nur 200 Euro pro Einzelstück.